Was ist eigentlich Energie? Schokolade. Das ist eine sehr gute Frage. Energie ist Arbeit. Energie bedeutet grundsätzlich ein hohes Maß an Kinetik, an Bewegung, an Geschwindigkeit. Eine Kraft, die uns alle vorantreibt. Energie ist gleich m mal c Quadrat. Na, ich weiß nur, dass wenn ich ein Kabel in eine Steckdose mache, dass die Energie dann auf jeden Fall da ist. Energie, der Begriff kommt letztlich aus dem Griechischen. Für Aristoteles ist Energeia ein Teil eines Begriffspaares. Die zwei Glieder in diesem Paar sind Dynamis oder Vermögen und Energeia oder Verwirklichung. Ich denke sofort irgendwie an körperliche Energie, also die Energie, die in einem drinsteckt. Alles ist Energie. Es gibt verschiedenste Energiequellen, die die Grundlage für unseren Wohlstand in der heutigen Zeit bilden. Das sind natürlich die klassischen Öl- und Gaslagerstätten. Atomkraftwerke. Erneuerbare Ressourcen. Wie zum Beispiel Solarenergie. Biomasse. Wasserkraft. Dieses neue Ding mit der Osmose, diese Osmoseanlagen. Raps auch. Ich glaube, Windkraftwerke gibt's auch. Ja, weiß ich nicht. Also nach dem Energieerhaltungssatz geht Energie niemals verloren. Energie wird einfach nur umgewandelt von einer Form in die andere. Wenn wir das so sehen, dann ist die Natur voller Energie die ganze Zeit. Nee, erzeugen kann man Energie ganz schlecht. Ich könnte die nur transformieren. Also ich kann jetzt die chemische Energie, wenn ich das Brötchen gegessen habe, dann ist mein Körper stärker geworden. Und dann kann ich zum Beispiel die Faust schwingen und jemand eine reinhauen, wenn das, oder das ist jetzt vielleicht ein böses Beispiel. Meine Energie hole ich aus Essen. Mir gibt manchmal ein Apfelkraft und manchmal eine Tafel Schokolade. Mit 100 Gramm Schokolade habe ich ungefähr 500 Kilokalorien. Dazu müsste ich mehr als ein Kilo Äpfel essen. Ich weiß, dass ich, wenn ich viel Gesundes esse, dass mein Körper dann immer schön in Bewegung bleibt. Eine große Energiequelle haben wir noch gar nicht genannt, das ist das Sparen von Energie. Zum Beispiel ziehe ich jetzt in ein Haus, was ein Energiesparhaus ist. Das ist ganz dick eingepackt in so dicken Polystyrol. Und das ist so, wie wenn man sich im Winter eine warme Jacke anzieht. Also wir haben so diese Energiesparlampen. Ich stelle immer unseren Fernseher aus, der ist immer im Standby-Modus. Ich fahre mit dem Fahrrad. Oder die Waschmaschine vielleicht nicht anmachen, weil sie gerade nur halb voll ist. Also es gibt vielfältige Möglichkeiten, die Energiezukunft zu ändern. Und nach allem, was wir wissen, ist es auch ratsam, das auf dem schnellsten Wege zu tun. Und deswegen gibt es für die Wissenschaft eine Herausforderung, die Energie der Zukunft auch so weit zu entwickeln, dass die dann bereitsteht, wenn wir sie brauchen. Also Energie braucht man eigentlich für sehr viele Dinge, weil es einfach nützlich ist. Das ist einfach ein Ding, also eine Sache, was man im Leben einfach braucht. Also ich würde sie nicht weggeben oder so. Ich finde, gibt es auch gerne einmal auf der Welt, glaube ich.